Hallöchen, willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession mit Nio. Willkommen zurück. Wir sind hier wieder im Dorf, wo wir den Boss da besiegt haben. Aber es sieht so malerisch aus. So wirklich schön malerisch. Ja, ich bin wieder hier am Start mit meinem Charakter und beziehungsweise mit William. Dass wir die Leute hier verhauen. Immer davon überrascht, wie gut das Spiel die Animation hat. Die Animation. Hier. Gejner. Ein neues Odachi. Ja, ich war noch nicht ganz sicher, was hier machen. Ein neues Beats and Udachi. Key-Schaden und Parieren kritisch. Das sind Effekte, die kann ich rüber machen. Okay. Ein neuer Bogen, der hat aber Kacke. Kriegst hier Kaputo. Was aber mit Amrita Bilanz? Ronin, Verteidigung und Durchbruchschutz. Schmied eines Gesichtsschutzes, diese Art des Gesichtsschutzes, die Stirn und Wangen bedeckt, wird auch als Hatsuburi genannt. Waffen und Rüstung waren ein wichtiges Kapitel für die herrenlosen Samurai, daher trugen sie nur Dinge bei sich, mit denen sie vollends zufrieden waren. Das ist scheiße. Unbegrenzte Ninjutsu, ich glaube, das ist auch scheiße. Hier irgendwas Neues. Erdamulett verleiht bei Benutzung eine Waffe die Macht der Erde. Ich weiß gar nicht, was ich da drin habe. Hier unten. Feuertalisman. Ach, das hatte ich schon drin, ne? Also ist das bei beiden drin, doch nicht so geil. Naja. Machen wir erst einmal weiter. Das sieht echt hübsch aus. Und mit der Sonne da am Horizont ist es also früh morgens, nehme ich an. Ja, früh morgens. Gut, dann gehe ich da eben jetzt mal rein und vermöbel die. Oh, da ist er noch einer. Gar nicht gesehen, den Typen. Hier war ich offenbar schon. God.
entwickelt sich wirklich verdammt schnell. Ich gar nicht gesehen, den Typen, der stand da oben irgendwo. Au. Die Doppelklingen sind ganz schön stark, also welcher Gesangsverein, das ist doch. Ob hier irgendeiner oben ist, da unten sehe ich auf jeden Fall noch einen rumlaufen. Ah, die Dächer werden wieder einstürzen. Da ist auf jeden Fall ein Löchchen. Da ist ein Typ drin. Hier war irgendwo der Typ, ne? Irgendwie wollen die da nicht weitergehen. Nein. Da ist ein Typ, den ich besiegen kann. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon machen soll, ehrlich gesagt. Stufe 13, Genji der Schlitzer, den kennen wir doch schon. Oh, der hat eine Schusswaffe. Oh mein Gott! Okay, alles klar, Mann. Gedroppt. Ich glaube, den habe ich schon mal besiegt.
Hat er mich aber ganz schön dran gekriegt. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, dass er einen Schuss dafür hat. Da könnte einer drin sein. Woher weißt du das? Da ist immer einer drin. Haben wir schon gemacht. Samurai-Punkt für Beherrschung der Doppelkatana. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wo ich jetzt schon überall war. Hier waren wir. Ist das der Anführer? Der sieht irgendwie wichtig aus. Holy fuck. So übel, wenn du diesen Tritt halt hinkriegst, Titel Krallenläuling, dann bekommst du halt automatisch diesen Finisher, weil er halt kein Key mehr hat. Die haben sie gut versteckt da, den Typen. Der Typ, weil der sieht ja aus wie so ein normaler Hanswurst. Alter Schwede. Ist voll cool mit den Doppelklingen, alter Schwede. Den hab ich nicht kommen sehen. Rita. Dann muss ich von der anderen Seite aufmachen. Das geht gar nicht mehr. Okay. Was hat den Anführer finden? Ich habe keine Ahnung, wo der ist.
Ein neues Obdachi. Ja, hier Nagi Kusarigama. Angriff und tiefe Haltung. Und das ist irgendwie Brechen. Ja, Dreck. Dreck, 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 Dreck. Und hier. Nee, auch nicht gut. Local Shots 17%. Das ist alles, das ist ganz schöner Dreck, den man hier bekommt in der Mission. Da hinten liegt noch was und der hat auch noch was gedroppt, der Kerl. Ich glaube, die anderen weiterkommen. Es ist halt genau andersrum. Man muss halt von dem Ende. Muss man halt jetzt zum Anfang laufen. Das ist nicht schlecht, aber ich hoffe doch, dass es jetzt nicht allzu häufig vorkommen wird. Eine Schussmunition. Schauen wir mal. Gut, liebe Leute, ich werde hier mal einen Cut machen. Ah, was für ein Ausblick, oder? Ich werde hier mal einen Cut machen und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Dann schauen wir mal, was William, ob William den Anführer besiegen kann von den Banditen, die übrig geblieben sind. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.